のは秀吉たり裁きをなすべく秀吉たりかの言う怒れる断罪者Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Monster Hunter Rise mit Katta. Hallo. Und diesmal wollen wir das Teostra legen. Oh ja. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Match. So kann man das auch ausdrücken. Ja. Ja. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass wir es versuchen. Aber wir haben bisher nur immer bösartig auf die Mütze gekriegt. Mal gucken, ob wir es jetzt hier schaffen. Ich wollte gerade sagen, es wird doch nicht das letzte Mal sein. Ganz bestimmt nicht. Aber es könnte ja vielleicht das erste Mal vom Siegen sein. Ja, ne? Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass das nicht passieren wird. Ja, okay. Also, hört ihr, Katta verliert und wir gewinnen. Ja. Ja, was sollen wir denn machen? Das Viech ist einfach echt. Ich sag es ja öfters. Ich mag einfach keins von den Monstern. Ja, es ist auf jeden Fall deutlich größer als in World, finde ich. Und klobiger. Ne? Ich hab's ja irgendwie ein bisschen detaillierter in Erinnerung. Naja, weißt du, ich finde es schon ziemlich detailliert, wenn man sich so anguckt. Ja. Aber du hast World halt nicht gespielt, deswegen. Ah. Deswegen, also ich finde im direkten Vergleich zu World. Die Monster sehen nicht schlecht aus, auf keinen Fall. Die sehen schon ziemlich cool aus, aber die sehen halt schon ein bisschen schlichter oder einfacher aus als in World. Vielleicht täusche ich mich da auch komplett und World ist bei mir zu lange her. Hm. Kann sein. Meine Güte, ich habe schon so auf die Fresse bekommen schon wieder. Ja? Ja. Ja, ich jetzt auch. Nee, guck mich nicht an, du böses Jostra. Aber warum läuft es immer so weit weg? Ich hasse das. Ne? Wie soll man sie angreifen? Wenn sie andauernd... Oh, toll. Ja, ne? Wie soll man die bloß angreifen? Und ab ins Schwänzchen, bitte. Ich will mich in dein Gesicht hängen. Schwanz ist immer gut. Meine Güte, ey. Und Flügel brechen. Flügel brechen ist auch gut. Ach, du Scheiße. Ich hing in seinem Schwanz und hab halbes Leben verloren. Hab halbes Leben verloren. Nur weil ich ein bisschen an seinem Schwänzchen gehangen hab. Das Schlimmste ist eigentlich, dass wenn man versucht, ihm auszuweichen und er dann läuft, auch überall irgendwelche ekligen Funken strömt. Ja. Das ist dein Ernst? Haut er jetzt ab, oder was? Waffe Schleifenzeit. Gerade weiß verloren. Gar nicht so viel angreifen können, dass ich wirklich was verloren habe, weil da hat er die ganze Zeit einfach nur... Ich bin die ganze Zeit gelaufen, um mich zu heilen. Okay. Gut, hast du ihn gut in Schacht gehalten. Damit ich ein bisschen Schaden auf ihn fahren konnte. Hm. Das ist ein gutes Duo. Ja. Weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, so zu spielen, aber es könnte sein. Der Rival hatte ich ja jetzt nicht unbedingt. Oh, es ist gebufft. Super. Oh ja. Das bringt immer besonders viel Spaß. Wenn sie dann noch mehr Schaden machen, ne? Ja, genau. Als üblich. Ja, du hast das verstanden. Toll. Ja. Ich wollte einfach nur an die vorbeilaufen, aber nein. Nicht in seine Explosionen. Der lässt überall solche Furze stehen, weißt du? Ja, die habe ich doch gemeint. Ich wollte ihm entkommen und... Ja, da muss man immer schnell rausspringen. Haben wir ihn was gebrochen gerade? Wie haben wir das denn gemacht? Oh, wir haben das Viech
gehe. Toll, du bist auf dem Monster. Jetzt reitbar gemacht. Ich gehe zum Rajan, okay? Kurz. Was? Ja. Nächstes, okay. Achso, nee, das hätte doch eh keinen Schaden gemacht. Tu es. Ja, hast mir dann nur noch... So eins oder zwei oder so. Hast du das noch nicht gemacht? Nee, ich verfliege ja immer raus. Dann mein Hund ist auch weg, also irgendwann bin ich da. Ich weiß nicht. Oh, das tut mir leid. Wenn es besiegt ist, dann kannst du ja... Ich greife erstmal das Rajan ein bisschen an. Genau, danke damit. Damit ich noch was farmen kann nachher. Ja, na gelogen, klar. Wo ist mein Hund? Alter Schwede. Weißt du, hat schon hier Donnergott-Kostüm an, ne? Und. Komm schon. Kommt nicht hinterher, ey. Ja. Das sind immer diese Donnergötter halt, ne? Halten sich, was passiert. So, und gleich kann man hoffentlich auf Rajang noch ein bisschen. Ja, jetzt. Rajang ist jetzt auch nochmal reitbar. Dann geben wir es ihm nochmal zurück. Zumindest so gut, dass Rajang es kann halt. Oh ja, das kann es sehr gut. Das Rajang, das ist immer für... Okay, das ist immer cool drauf, ey. Auf jeden Fall. Das ist einfach nur... Ja, vor allem krass. Das greift wenigstens auch schnell an. Das ist ja nicht so wie ja, die anderen. Vor allem, wie häufig das angreift, ne? Ja, das stimmt. Also hier, jeder Klaps sind immer so 130, 180, ne? Meine Güte, bin ich froh, dass mich das Rajang nicht trifft, weißt du das? Jetzt kann es wieder treffen. Jetzt wäre ich gerade eiskalt ohnmächtig geworden. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja auch nicht ohne. Dieses kleine aggressive. Ja, ich stand genau in seinem schwarze Strahl. Schwarze Fellknäuel. Also ich stand genau in seinem Strahl. Oh oh. Hier hat jemand schon wieder gepupst. Hey, Magna Malo. Schnell Teile aufsammeln, bevor Magna Malo hier bleibt und. Oh! Willst du mit dem Magna ein bisschen reiten? Hier schon. Hihi. Den mag ich ja immer noch am liebsten, ne? Vielleicht, weil wir so oft mit ihm gespielt haben. Ja, der ist auch. Münchhausen, cool. Das. Ja. Vergiss es. War das nicht Stockholm oder so? Keine Ahnung. Eins von diesen Stadtsyndrom. Keine Ahnung. Diesen ganzen. Vertraue dem Terroristen-Syndrom, ne? Oder befreunde dich mit dem Terroristen-Syndrom. Ja. Und dann stecken wir nochmal in sein Schwänzchen rein. Ich habe ganz viel Schaden gerade bekommen. Ja? Bei mir war alles rot irgendwie gerade. Ich weiß aber, und jetzt ist alles wieder grün. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert ist. Eine ganz gute Taktik vielleicht. Das sieht ja richtig gut aus, weißt du? Sagt er und sie starben. Ich wollte gerade sagen, bist du nicht ganz dicht oder was? Oh, da will was explodieren. Ja, aber nicht an ihm, sondern... Um ihn herum, okay, gut. Genau, das hast du doch gesehen. Der fliegt. Er fliegt auf mich. Auf zu fliegen. Du Löwen, Flieg, Feuer, Drachen, Viech. Ah. Hilfe! Ey, das mit der Feuerresistenz hat auf jeden Fall was gebracht. Hoffe ich. Bilde ich mir ein. Vorsichtig. Klatsch, Junge. Ja, auf zu explodieren. Auf zu explodieren. Explodier an jemand anderem. Nicht an mir. Du ahnst es nicht. Bam, Digga. Nein. Nicht in diese Explosion rein, ne? Ja, zu spät. Der hat mich voll. Oh, und ich. Du bist nicht betäubt, Gott. Alter, geh weg da. Ich brauch mein Seil. Ich brauch da noch einen dritten Seilkäfer. Ich komme mit zwei einfach nicht klar, ne? Zwei sind drei zu wenig eigentlich. Ich kenn das. Aber es ist... Oh, cool. Der greift nicht in alle drei Richtungen an, wenn er auf einen Sturz fliegt. Der greift dann wirklich nur den Boden an. Zack, Digga. Wir brechen dir die Beine, wir schneiden dir dein Schwänzchen ab. Alles, was du nicht magst, das tun wir dir an. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja. Alter, ich hab mich gerade geheilt, Mann. Natürlich nicht.
Ich habe mich gerade geheilt. Diese scheiß Explosionspiste einmal wegrollen. So. Der ist gerade ein bisschen wild, ne? Kann das sein? Ja. Er sollte sich mal ein bisschen beruhigen. Das ist nicht gut für seinen Kreislauf. Er geht laufen. Er geht eine Runde um den Block joggen. Alles klar. Ja, dann ist ja gut. Ich muss hier noch was einsammeln. Ich glaube, das sind Rajang-Teile, oder? Ich hab nichts. Nee, mehr. Da sind tatsächlich Theostra-Teile sogar noch. Juhu! Ja, auch Rajang-Teile hättest du genommen. Wie bitte? Ja, auch die Rajang-Teile hättest du genommen, oder nicht? Ja, na klar. Also, ich brauche noch Rajang-Klauen, aber die findet man so nicht. Dafür muss man das Viech schon healen. Auseinandernehmen. Ja. Sowohl als auch. So. Nee, dich brauche ich jetzt nicht. Aber das kann man einsammeln. Zack, Junge. Was hast du davon? Nee, siehst du, jetzt hat er diesen Flammen-Dings-Scheiß. Das hat er nämlich auch nicht die ganze Zeit an. Nee, hat er auch nicht. Ja, also er hat doch mehrere Modis. Naja, einmal eigentlich ist er den entweder... Explosionsmodus und seinen Feuermodus jetzt. Ja. Alter. Mach doch nicht so eine große Feuerwelle hier. Egal, bist doch kein Pokémon. Lambo! Echt? Wäre froh, dass sie das nicht immer noch rufen. Ja, wäre aber viel cooler, wenn sie das vorher rufen würden. Tatsächlich. Ja, findest du nicht? Ich finde es irgendwie albern. Wann haben die denn die Fresse gebrochen? Naja, ja, vorhin, wäre aber hilfreich. Wäre aber hilfreich, sag ich. Was? Wenn der Flammwurf rufen würde und dann so Flammwurf machen würde. So meine ich das. Toll. Weißt du, wofür mache ich mir die Mühe, meine Waffe aufzuladen? Hilfe. Und... Scheiße. Was ist? Ja, also sein Feueratem da ist echt. Also der tut richtig weh. Der macht richtig Bams, Alter. Komm ich in dein Beinchen rein? Nein. Alter Falter. Ja, ist ja gut, Diggerchen. Oh, schön im Schritt explodieren lassen. Das mag keiner. Das hat ihn gleich ausgenockt. Sprichst du aus Erfahrung, ne? Naja, klar. Oh yeah. Ja, die Flügel haben wir ihm auch schon perforiert. Er sollte nicht mehr so gut fliegen können. Da wundert mich schon öfters, dass sie überhaupt noch fliegen will. Ja. Wie eigentlich. Wie wir ihnen die Flügel misshandeln, ja, das ist richtig. Ach du meine Güte, ich muss mich kurz heilen. Ja, tu das bitte. Tut mir leid, ich musste leider zu dir ausweichen. Alles gut. Ich hänge mich mal kurz an seinen Ärmel ran. Ja, er hat mich nicht so doll geschüttelt, dass es mir wehgetan hat. Das ist doch mal was Gutes. Kriege ich mich nochmal an ihn? Nein. Bei der und seine Sturzflüge. So. Dann mache ich auch mal einen Sturzflug. Ey, das Viech humpelt von uns weg. Ja. Was ist hier los? Das ist fangbar schon. Also. Alter, nee, wir. Wollen wir es fangen? Fangbar, du weißt ja, wie ich das meine. Wollen wir es fangen? Nee. Das können wir nicht fangen, das ist ein Drachenältester. Ach ja, stimmt. Wäre lustig gewesen, mal wieder denselben Fehler wie jedes Mal zu machen. Ja, nur dass ich uns das passiert ist. Nur dass ich mittlerweile Bescheid weiß. Ja, Mrs., ich weiß alles. Es schläft. Oh, wie süß. Soll ich schnell auf Großschwert wechseln? Vorbeikommen. Ich schleife mal kurz die Waffe. Oh, guck mal. Da kommen sogar Blasen aus der Nase. Ja, komm.
Weg ist auf. Ja. Ach, ich darf das machen. Du hast ja nicht. Hast voll daneben geschlagen. Hast du nicht gesehen? Ja, ich hab, als ob ich da jetzt hingezielt hatte, du. Oh, was war das denn für eine Explosion? Naja. Sag mal, hackt's bei ihm oder was? Ich glaube, dem geht's zu gut. Kann man ihm den Schwanz abschlagen? Ich hoffe, das wird gut. Doch, bei den anderen ging's doch auch, oder? Bei den anderen Drachenältesten? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir vom Daora oder wie das. Bist du sicher? Vom Chamäleon? Vom Chamäleon stimmt, konnten wir. Haben wir doch auch, ja. Ich brauch doch nur einen Schwanz für die nächste Waffe hier. Ach, cool. Wie geil ist das denn? Das war ja tatsächlich irgendwie einfacher als gedacht. Ja, erste Aufnahme, ja. Cool. Ja, super gut. Gleich die neue. Müssen wir noch 5-mal machen, weil ich brauche hier die. Mindestens. Den Helm. Wir werden demnächst hier Teostra Profis sein. So oft werden wir den jetzt legen. Einfach nur, weil wir es können. Ach, ich bin auf cool. Seine Waffe gespannt, aber. Und ich erst. Ja. Geil. Dann haben wir ihn ja echt gnadenlos überschätzt. Muss ja so sein. Ja, weiß ich nicht. Beim ersten Mal war ja schon, hat er uns einfach niedergebiet. Ja, da ne? bin ich auch mit einem Großschwert auf ihn zugegangen und du weißt ja, damit kann ich überhaupt nicht. Ach so. Das war deine Schuld, ich verstehe. Ja, genau, es war meine Schuld, weil ich halt keinen Schaden gemacht habe. Hm. Und du alleine ja nichts kannst, offensichtlich. Teostra Pulver. Hast du auch Flügel gekriegt? Ich habe ganze 2 gekriegt. Nicht. Ja, cool. Ja, sehr schön. Ja. In dem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.